Hallo Schalker. Hallo Schalker. Hallo Abi. Hallo Dennis. Liebe Kia Sportfreunde, willkommen zum Abi Auto Talk hier aus dem schönen Kia Sportage. Und heute ganz besonderer Tag, das 100. Revierderby steht an. Die Zecken kommen zu uns, Abi. Das wird ein heißer Tanz, glaube ich, heute, oder? Dennis, der Boden brennt jetzt schon, ich sage es dir. Nicht nur der Boden. Wenn du vielleicht mal gespielt hättest in der Klasse, wo ich gespielt habe, ja, dann wärst du genauso nervös wie ich auch. Und ich bin wirklich unheimlich nervös, weil ich glaube, heute ist auch richtig was drin für uns. Unsere Mannschaft hat sich wieder gefunden. Und gestern war ich noch hier in Schalke am Stadion. Da waren so Fans gewesen, Fanvereine oder Fanclubs. Und die sind auch alle heiß. Also genauso ja, wie wir beide auch. Ich glaube, das ist hier bei uns, ich denke mal genau wie da drüben, ist uns in die Wiege gelegt. Ich bin auch heiß wie Frittenfett und kann schon seit 2-3 Tagen an nichts anderes mehr denken. Jetzt geht es natürlich darum, ist unsere Mannschaft eigentlich genauso eingestellt? Ist denen die Bedeutung dieses Derbys überhaupt bewusst? Ich denke mal, wir haben eine ganz gute Ausgangssituation. Wir 8 Spiele jetzt ungeschlagen. Ich denke mal, wenn wir richtig gut kämpfen, dann können wir die doch vielleicht auch niederringen, oder? Dennis, ich glaube, dass Thomas Reis den schon erzählt hat, was ein Derby ist. Auch wenn der ein oder andere kein Derby gespielt hat. Also da werde ich als Trainer, würde ich das immer sofort erzählen. Ja. Und ich glaube, das hat er auch gemacht. Und er hat ja auch viele Derbys gespielt. Ich glaube schon, dass er da die richtige Einstellung findet für die Jungs. Also da habe ich gar kein Problem mit. Unter anderem ist er natürlich auch ein bisschen geschwächt. Ich glaube, Brand spielt nicht. Und auch Reus soll nicht spielen. Das soll uns aber auch egal sein. Wir brauchen die Punkte. Bochum hat gestern gepunktet. Ja. Und sehr hoch gepunktet. In Köln 2-0 gewonnen. Das war eine riesen Überraschung für mich gewesen. Also wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben. Nicht 100%, 120%. Und dann werden wir da auch was reißen heute gegen Dortmund. Ja, wir haben ja gezeigt, dass wir unbequem sein können, dass wir Spiele zerstören können. Und ich glaube, wenn wir das hier jetzt wieder schaffen, den Dortmund an den Zecken wirklich auf den Stiefel zu stehen. Wie du schon sagtest, wir dürfen natürlich da nicht ins offene Messer laufen, dass wir jetzt glauben, nach der guten Serie, die wir gemacht haben, wir spielen jetzt alle in Grund und Boden. Nein, die sollen so weiterspielen, wie sie es gemacht haben. Ärmel hoch, Gas geben, alle an sich glauben. Und mit unseren Fans, wirst du sehen, können wir da sicherlich auch die Dortmunder heute schlagen. Also ich weiß nur eins, mein Vater wird aus dem Grab springen, wenn der heute das Derby sehen könnte. Ja, ich glaube, mein Opa kommt direkt mit meiner. Ja, also. Also, die Luft brennt, Leute. Und heute geht es darum zu zeigen, wer ist die Nummer 1 im Pott, ne? Das sind nämlich wir. Nur der S04, meine Freunde. Ja. Also, die Zeichen stehen gut. Ich denke, das wird ein richtig, richtig geiles Derby heute Abend. Ich denke, die kämpferisch stärkere Mannschaft wird auch dann die Nase vorn haben. Ja, und auch vor allen Dingen, Dennis, die Fans von Dortmund, die können ja nirgendwo mitfahren. Wir müssen wahrscheinlich laufen. Ja, hoffentlich. Also werden sie dann auch nicht mehr singen können, weil sie dann kaputt sind. Ja, hoffentlich sind die auch wirklich da. Also, ja, eben. Abi, ich sag mal, die Vorzeichen stehen gut. Ich wünsche uns ein richtig, richtig geiles Spiel. Die Luft brennt. Wie gesagt, wir haben wieder in Gelsenkirchen königsblauer Himmel. Ja. Die Vorzeichen stehen gut. Abi, dann ein schönes Spiel. Alles klar, Dennis. Das wird der Derby für uns entscheiden. Jawohl, Jungs. Glück auf. Die Nummer 1 im Pott sind wir und nur der S04, meine Freunde. Glück auf, Schalker. Ciao. Ciao.